Dynamo TV aus dem Sommertrainingslager in Bad Gögging wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Ihr Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Ja, wie gesagt, Vorbereitungsspiele sollte man nicht überbewerten, aber ich glaube, hat uns allen ganz gut getan. Auf der einen Seite das Ergebnis, der Sieg, und auf der anderen Seite, dass auch eine deutliche Steigerung in unserem Spiel zu sehen war. Im ersten Härtetest der Sommervorbereitung gegen den VfB Stuttgart hat die SGD einen 0:1 Rückstand in einen 2:1 Sieg gedreht. Einer, der maßgeblich am Erfolg der Mannschaft beteiligt war, Philipp Heise, der seine gute Leistung gegen seinen Ex-Club mit einem irren Weitschusstor zum zwischenzeitlichen Ausgleich krönte. Ja, ich habe den Ball erobert und dann habe ich gesehen, dass der Zieler ziemlich weit aus dem Tor stand, und dann war das die perfekte Gelegenheit. Was braucht man dafür, um so ein Tor zu erzielen? Ja, einfach den Kopf zu heben und zu schauen, wo der Tor steht. War eigentlich ziemlich einfach, weil er damit auch gar nicht gerechnet hat und stand schon in der gegnerischen Hälfte, und das hat es eigentlich vereinfacht. Ja, der hat einen guten linken Fuß. Schon nach dem Training übt er immer die Diagonalbälle. Hat er gut gesehen, dass der Torwart weit vorm Tor stand, und perfekt getroffen, und freut mich für ihn. Ja, absolutes Traumtor, muss ich sagen. Also richtig geiles Ding. Pippo hat es ja jetzt im letzten Spiel, glaube ich, auch schon probiert. Da war es auch schon eng. Freue mich natürlich für ihn. Wer so mutig ist und es probiert, wird es belohnt. Es freut mich. War auf jeden Fall ein super Treffer. Ich glaube, in den Spielen, die Dinger, die waren richtig knapp. Also er kann es auf jeden Fall. Ja, dass es heute dann natürlich so beweist, ja, ist top, und zeigt aber eigentlich, dass er mit dem Kopf doch nicht woanders ist, sondern schon hier bei uns ist, weil, finde ich, hat heute auch einen richtig guten Auftritt hingelegt. Die Qualität von Philipp Heise ist auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Doch etwaige Wechselabsichten nach England sind in dieser Transferperiode vom Tisch. Die SGD wird ihrem Linksverteidiger keine Freigabe erteilen. Nein, definitiv. Ich meine, das war ja so ein kleines bisschen das leidige Thema mit dem Philipp. Ich muss sagen, dass das immer offen und ehrlich und transparent gelaufen ist. Irgendwann ist man an dem Punkt, wo man eine Entscheidung treffen muss. Die haben wir getroffen, haben den Philipp mitgeteilt, und der hat die auch akzeptiert. Und ich glaube, dass er das auch abhaken kann, hat das Spiel gestern gezeigt. Wie geht es dir jetzt mit der Entscheidung, dass der Verein dich eben nicht gehen lassen möchte in diesem Sommer? Erstmal habe ich Vertrag ja bis 2019, und es war eine Option für mich, und die ich gerne gezogen hätte, aber am Ende des Tages hatten wir intensive Gespräche und wir haben uns geeinigt, und wir finden auf jeden Fall eine Einigung, und über die nächsten Jahre, ich gebe Gas, habe ich auch von Anfang an gesagt, dass ich kein Mensch bin, der irgendwie sich über die Mannschaft stellt, und ich bin hier und gebe Gas. Kurz vor dem Saisonstart kann es sich die SGD sportlich ganz einfach nicht leisten, sich von einem weiteren Leistungsträger zu trennen. Zusammen mit dem hochbegabten Linksfuß will der Verein und die Mannschaft die gemeinsamen Ziele in der neuen Saison erreichen. Ja, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist, ich kann beide Seiten da verstehen, weil für einen Spieler ist es immer was Besonderes, so ein Angebot zu erhalten. Da muss man als Fan auch einfach Verständnis für haben. Aber ich habe natürlich auch Verständnis für den Verein, und gerade aus Mannschaftssicht finde ich es enorm wichtig, dass er bleibt, weil seine Qualität auf der Position findet man in der Liga nicht. Und das wäre eine erhebliche Schwächung für die Mannschaft, wenn er gehen würde. Von daher bin ich froh, dass er bleibt, und denke, hat er heute unter Beweis gestellt. Ja, für uns ist es natürlich positiv, wenn er bleibt. Wir freuen uns, auf der einen Seite einen guten Spieler im Kader zu haben, aber auf der anderen Seite passt er auch menschlich perfekt zu uns rein. Wir verstehen uns gut, und von daher sind wir sehr froh, dass er bleibt. Ja, ist natürlich Wahnsinn, ja. Muss man sagen. Im Training auch Pippo, wahnsinns Flanken drauf mit seinem linken Fuß. Da kann man sich als Stürmer auf jeden Fall nur freuen, wenn man so einen Mitspieler hat. Freut dich das, wenn deine Mitspieler so über dich denken? Ja klar, ist ein Kompliment, und ich bedanke mich bei den Jungs. Aber ohne die Mannschaft, ohne die anderen 10 Feldspielern kann ich meine Leistung auch nicht abrufen. Und darauf kommt es an. Die Neuzugänge der SGD konnten im Test gegen den Bundesliga-Aufsteiger zeigen, warum sie auch in der zweiten Bundesliga echte Verstärkung sein können. Einer von ihnen ist Lukas Röser.
der mit seinem ersten Ballkontakt nach seiner Einwechslung direkt zur Stelle war. Auch nicht ganz so schlecht. Der Auftritt kann sich sehen lassen. Ich glaube, er hätte danach auch direkt wieder rausgehen können. Wäre sicherlich ein doppelstarker Auftritt gewesen. Nein, macht er super. Perfekter Einstand für ihn, kommt rein, wird gleich gut angespielt und ja, hat einen guten Abschluss, präzisen Abschluss und schießt dann in die lange Ecke rein. Ich denke, war für den Zieler schwer zu halten. Was ist für ein Gefühl, mit dem ersten Ballkontakt gegen einen Weltmeister in Tor zu schießen, vor allem wenn man gegen Bundesligisten spielt? Ja, ich denke, das mit dem Weltmeister, das realisiert man erstmal gar nicht so. Natürlich ein schönes Gefühl, sehr schönes Gefühl, wenn es so läuft. Habe ich schon nicht so oft erlebt, sage ich mal, dass direkt mit dem ersten Kontakt der Ball ins Tor geht. Aber freut mich, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte damit und hat auf jeden Fall gut getan. Der Trainer hat gesagt, du bereitest dir den Treffer auch selbst sehr gut vor, indem du kreuzt. War die Aktion genau so, weil du gesehen hast, jetzt ist der Raum da. Du standst zwar erst 21 Sekunden auf dem Platz, aber dachtest, okay, jetzt flach links abschließen, da muss das Ding sitzen. Ja, grundsätzlich probiere ich vor dem Tor eigentlich nichts zu überlegen, weil meiner Meinung nach, wenn man intuitiv handelt, macht es am meisten oder bringt es am meisten Erfolg. So ist heute passiert und das Ding ist reingegangen, es freut mich. Für den Lukas freut man sich natürlich. Ne? Tore wird ja, Stürmer wird ja dann immer irgendwo auch an Toren gemessen und kurz nach der Einwechslung, da hat er ganz einfach ein tolles Tor gemacht und das wird ihm weiter Selbstvertrauen geben. Selbstvertrauen ist ein gutes Stichwort. Wie wichtig ist das in der Vorbereitung, einfach mal so ein Ergebnis gegen einen Bundesligisten einzufahren? Ja, das ist generell. Also man hat es ja gemerkt. Also es war ja jetzt nicht so, dass die letzten Spiele jetzt grottenschlecht waren oder so, aber die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Wir haben immer so partiell nur unser Spiel durchgebracht. Insofern ist es schon wichtig für das Selbstvertrauen und auch natürlich für die Stimmung. Und das merkt man im Moment auch. Ja, klar, ist immer positiv, Spiele zu gewinnen. Ich denke, in den Spielen zuvor haben wir auch schon ganz gute Ansätze gezeigt. Ich denke, heute haben wir die 90 Minuten durchweg ein gutes Spiel gemacht und auch dann verdient gewonnen und ist natürlich auch gut fürs Selbstbewusstsein, auch in den Testspielen zu gewinnen. Natürlich ist das gut fürs Selbstvertrauen, aber ich sage auch, man darf das 0-3 nicht zu hoch hängen in negativer Hinsicht, man darf aber jetzt das 2-1 auch nicht zu hoch hängen in positiver Hinsicht. Ich glaube, Samstag haben wir wieder einen ekligen Gegner vor der Brust mit Unterhaching und am Ende des Tages ist das Ergebnis am wichtigsten, was am ersten Spieltag gegen Duisburg auf dem Papier steht. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt noch 2,5 Wochen vor uns, wo wir intensiv arbeiten müssen, das ist ganz klar, das werden wir auch, aber heute gehen wir mit einem guten Gefühl nach Hause. Zum Abschluss des dritten Tages im Trainingscamp lud Uwe Neuhaus seine Mannschaft zum Schlauchbootausflug auf die Donau ein. Eine Einheit zur Regeneration, Abwechslung und Spaß, damit die Jungs neben der Belastung auch mal auf andere Gedanken kommen. Letzte Frage, heute Nachmittag steht Schlauchbootfahren auf dem Programm. Hast du damit Erfahrung und bist du schon Freischwimmer? Ja, Erfahrung nicht wirklich, aber ich weiß, dass wir auf jeden Fall morgen Muskelkater haben werden, weil das geht ja wohl 2-3 Stunden.